Klar. Wenn du solche Freunde hast, brauchst du keine Feinde mehr. So, neues TTT. Da hier diese, die Umstände hier, kriegt ihr zum Glück nicht mit, super albern sind und man sich auf nichts konzentrieren kann. Und dann soll man funktionieren und alles präsentieren. Naja, machen wir das halt. Es gibt sehr viele coole neue Releases, die es lohnt, genau unter die Lupe zu nehmen, beziehungsweise könnte es sein, dass man, wenn man nicht genau aufpasst, das eine oder andere verpasst, was richtig, richtig, richtig gut ist. Demzufolge zeige ich euch das. Toulouse, die wahrscheinlich coolste Black Metal Band Norwegens, hat ein neues Album am Start. Fanden Skull. Wer sich mit Toulouse beschäftigt hat oder die Band kennt über die letzten Releases, ich will mal die ersten zwei, drei ein bisschen rausklammern, weil die dann doch ein Stück weit noch oldschooliger, grimmiger und vor allen Dingen Sträter waren, der weiß, was er bei Toulouse kriegt. Kalten, groovigen, grimmigen, primitiven Black Metal, der extremst einfach gehalten ist von Song her, aber super reingeht. Fantastischer Sänger. Und eine Band, die diese nordisch kalte Atmosphäre transportiert wie nichts Vergleichbares. Außer vielleicht die anderen zwei Projekte der Herren um den Drummer Sage, sprich Sage selber, und Cold, die eigentlich, bloß die Tatsache, dass es noch einen zweiten Gitarristen bei Cold gibt, eigentlich dasselbe Line-Up ist und irgendwie immer mal so wechselseitig existieren. Phantom Skull macht nichts anderes, was die letzten Alben gemacht haben, aber es funktioniert und es wirkt so unglaublich authentisch und ehrlich, und das ist heutzutage so viel wert. Es ist meines Erachtens nach eine der letzten Bands, die noch live im Studio einspielt, und das hört man der Produktion an. Der Bass ist so geil prominent im Vordergrund, ohne zu nerven und einfach auch wunderbar harmonisch und nordisch gespielt. Das können wahrscheinlich nur Toulouse selber. Von daher ist Phantom Skull für mich ein absolut traumhaftes Album. Ich weiß nicht, ob es die Band nochmal irgendwie schafft. Die sind ja mittlerweile auch so um die, also mit End-40er, nochmal schaffen, den verdienten Ruhm abzukriegen, den sie meiner Meinung nach hätten. Denn die Jungs gibt es ja nun auch schon bald 30 Jahre. Aber schön wär's. So, eine richtige Ordnung habe ich nicht drin. Aber ein paar coole Sachen. Siege of Power. Überraschend, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass bei so einem All-Star-Projekt aus drei Holländern und dem Chris Reifert von Autopsy, es ist ja keine regulär stetige Band, die aktiv ist, dass es da noch unbedingt zum zweiten Album kommen würde. Denn Warning Blast von 2018 war ein okayes Album, was zeigt, dass das Projekt schon Spaß machen kann, aber nicht 100% überzeugt hat. Demzufolge war ich schon ein bisschen verblüfft, dass This Is Tomorrow, das zweite Album, um ein Stück weit besser ist als das Debütalbum. An der Sache hat sich gar nicht so viel geändert. Es ist straighter,
Metal, der an alte Helden erinnern will, logischerweise bei S-Fix und Autopsy-Leuten. Es klingt ein bisschen wie schon das typische S-Fix-Riffing, bisschen Slayer-Einflüsse, Venom und alte Bathory. Unglaublich catchy. Demzufolge ist This Is Tomorrow wirklich eine absolut positive Überraschung. Ich hatte das Album nicht unbedingt so auf dem Schirm gehabt, aber das ist gut. Das ist richtig, richtig gut geworden. So, machen wir mal was. Für die ganz harten Jungs und Mädels unter uns, Sonic Poison. Ist eine finnische Grindcore-Band um die Leute von Ghastly im Line-Up hat. Das Debütalbum ist auf CD über Pulverize Records veröffentlicht worden. Die Vinyl hat sich Misako und Ocho angenommen. Bietet lupenrein fantastischen, extremen Grindcore, der absolut oldschool ist. Keine Experimente. Es ist, glaube ich, 15 Songs, 20 Minuten. Was cool ist, man merkt den Finnen halt an, dass sie ein Oldschool-Death-Metal-Riffing drin haben, die was auch immer diese klassische morbide Atmosphäre der Finnen mit drin hat. Trotz allem absolut kurz, prägnant und knochentrockener Grindcore. Erinnert sehr an frühe Napalm-Death und ist einfach fantastisch geil produziert. Eruption heißt das Album, Sonic Poison. Für die Grindcore unter euch, must have. Drosseln wir das Tempo ein wenig und gehen zu einem der heißesten Bands derzeitig so. Über die wird unglaublich viel geredet, weil sie diesen Ami-Death-Metal auf eine sogenannte Groove-Caveman und primitive Art und Weise ins Absurdum führen fast. Sangui Sugarbok sind zurück mit dem zweiten Album Homicidal Ecstasy. Sie haben es geschafft, ein Artwork zu machen und zu kreieren, das von dem Katastrophen-Bandlogo noch ablenkt. Alles in allem nicht schön, aber so soll es ja auch klingen. Es drückt, es ist fies, es ist ekelhaft, aber es lässt einen trotzdem irgendwie nicht los. Auch wenn mich das Debütalbum damals schon ein Stück weit mehr überfahren hat. Aber Homicidal Ecstasy ist ein würdiger Nachfolger und zeigt, dass die Band dauerhaft musikalisch absolut ernst zu nehmen ist. Sehr cool. Für Fans dieser Band, die hatten wir technisch gesehen schon mal hier in einer Folge, aber sie ist jetzt wieder da, nach langer Zeit. Tenebro, das L'Inizio di un Incubo. Horror Death Metal Album, was sehr, sehr, sehr an Mortician und halt Bands wie Sangui Sugarbok erinnert. Sind zwei Italiener, die ein absolut cooles Album veröffentlicht, geile Samples, fieser Sound und absolut viel Spaß auf knapp über einer halben Stunde. Ist jetzt wieder da für die, die es verpasst haben damals. Schlimm. Ihr kriegt das vielleicht nicht so mit, oder? Das ist eine harte Nummer, wie das hier im Hintergrund abläuft. Wenn ihr müsst euch euer Arbeitsumfeld sehr, sehr genau auswählen, wenn ihr könnt. Ich habe den Sprung verpasst. So,
20 Bucks Bin haben Ultra dazu geknechtet, ein Doppelalbum zu veröffentlichen. Wahrscheinlich haben sie sich das künstlerisch selber gedacht. Lautet auf den Titel Antronomikon und Helionomikon. Ich will nicht ins chaotische Detail gehen, weil ich keine Ahnung habe, was hinter diesem kosmischen oder außerkosmischen Konzept dieser Band dahinter steht. Fakt ist, es ist fantastischer Black Death. Wahnsinn, der sowohl spannend und außergewöhnlich ist, aber trotzdem irgendwie immer hängen bleibt. Die letzten zwei Alben waren schon irre und dieses neue Doppelalbum kann ich sehr empfehlen. Im Prinzip ist Antronomikon eine gute Fortsetzung vom letzten Album und zeigt halt, dass die Band Songs schreiben kann auf diesem dissonanten Chaos. Haben sich aber parallel mit Helionomikon die Freiheit gegönnt, einfach ein 40-Minuten-Album mit zwei Songs zu machen. Also zwei 20-minütige Songs, die alles widerspiegeln, was diese Band hat. Demzufolge sind die Songs breit, nahezu nicht nachvollziehbar, unglaublich spannend und cool gemacht. Nach mehrfachem Hören ist sogar das mein Favorit. Die Band kann sich diese Breite gönnen, die brauchen nicht dieses Song-Korsett, die funktionieren absolut auch so. Klasse. Ultra ist ein ambitioniertes Projekt, was für mich absolut funktioniert hat. So, und dann habe ich mich über ein Paket von einem sehr coolen polnischen Label namens Gods of War Productions gefreut, die immer so ein bisschen die wirklich dafür stehen, spannende, coole Black Death Bands zu veröffentlichen, die musikalisch total auffallen, meiner Meinung nach. Ich habe mir drei Releases rausgepickt, die mich absolut mitgenommen haben. Zum einen die Franzosen von Morgue. Das war mir gar nicht bewusst, dass das die Franzosen sind, denn die gibt es schon eine ganze Weile. Sollte mittlerweile das vierte Album sein und ist eigentlich mehr eine Band, die aus dem Grindcore oder aus dem Deathgrind kommt. Demzufolge habe ich die auf diesem Label einfach überhaupt nicht vermutet, weil dort eigentlich mehr Black Metal Releases prominent sind. Morgue haben aber ihren Sound auch ein ganz schönes Stückchen verändert, denn sie klingen wie eine absolut atmosphärische, brachiale Death Metal Band, die halt einfach diesen Grindcore-Backbone hat, der absolut irre ist. Die Jungs sind wahnsinnig brutal bei dem, was sie machen. Morgue, Lowest Depths of Misery, ist ein fantastisches, fieses, atmosphärisch, Brutal-Death-Grind-Album. Es ist schwer zu beschreiben. Es hat all die Attribute, die das Ganze einem fast schon atmosphärischen Charakter mitgeben. Aber es ist so brachial und fies und herb. Macht einfach nur wahnsinnig Spaß. Ein Stück weit anders sind Culto Negro aus Costa Rica. Mit einer saugeilen Speed Black Feuerwerk. Das Album heißt La Noche Oscura del Alma. Was auch immer. Es ist sensationell geiler Speed Black. Es hat eine schon gut gemachte
ich will nicht sagen, also alt, es ist nur eine moderne Produktion, die es schafft, auf Alt-80er zu klingen. Es ist sehr, sehr cool. Die Songs gehen unglaublich ins Ohr nach vorne. Wer Spaß hat auf 38 Minuten knochentrockenen Speed Black aus Costa Rica, sollte hier ein Ohr riskieren. Ich habe mir überlegt, ob ich das Ganze mit dir reinnehme, weil ich alleine nicht in der Lage bin, das auszusprechen. Truchlo Strigigi. Ich hoffe, dass ich zumindest einigermaßen richtig liege. Das geile Album Gwiezdny Demon. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen spät zu der Party, denn es wurde mir wenigstens schon vor Jahren mal ans Herz gelegt, dass das eine super geile, fantastische Oldschool-Metal-Punk-Band aus Polen ist. Sind relativ junge Jungs, aber das Zeug ist absolut süchtig machend und fantastisch produzierter Metal-Punk im eigentlichen Sinne, der von vorne bis hinten in den Nacken geht. Sau, 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 sau cool. Mal gucken. Die haben noch eine EP danach veröffentlicht. Wird Zeit für ein neues Album. Sehr, sehr geil. So, jetzt werden wir mal ein bisschen schwarzmetallischer, weil sie gerade wieder veröffentlicht wurden über Soul Cellar Records. Denn das sind zwei absolute Klassiker des schwedischen Black Metals. Ethereal, die ersten zwei Alben. Nord, ein wenig atmosphärischer und ein wenig epischer, und Lords of the Night Realm ist eines der brutalsten schwedischen End-90er Black Metal Alben, was im Prinzip nicht unweit ist von Bands wie Dark Funeral oder Marduk, aber wesentlich rabiater und fieser, und sind jetzt auf CD und Vinyl wieder veröffentlicht worden. Das sind wenigstens kleine Klassiker des schwedischen Black Metals. Ich kann sie uneingeschränkt empfehlen. Freue mich, dass die endlich wieder zu kriegen sind. Wir gehen nach Finnland zu End Oceans. Denn die Jungs haben ein neues Album am Start. As in Gardens, So in Tombs. Ich bin ein kleiner Fanboy, fand die Band Ende der 90er schon wirklich, wirklich gut und habe mich über die Reunion sehr gefreut, habe aber nicht gedacht, dass das musikalisch so wichtig wird. Denn in Sachen melodischer Black Metal mit Keyboards, aber irgendwie auch nicht nervig, zu symphonisch, sind End Oceans mittlerweile die skandinavische Speerspitze. Es gibt wahnsinnig geiles, hochmelodisches Tremolo-Picking von hinten bis vorn, Blastbeats ohne Ende, dazu eine Gänsehautproduktion und Songs, die sich sofort eingraben. In Sachen melodischen Black Metal ist das ein früher Contender für Album des Jahres. Starke Band! So, und jetzt drosseln wir mal ein bisschen das Thema. Das Tempo. Mein, das Thema. Ahab. The Coral Tombs. Sie haben sich ein bisschen Zeit gelassen, die Jungs. Ich fand das auch ehrlich gesagt ganz gut, weil sie mir ein bisschen zu überpräsent waren und ich beim letzten Album fast ein bisschen das Gefühl hatte, okay,
vielleicht nützt sich das so bei mir langsam ab, ist, aber The Coral Tombs hat nicht nur ein super strangees Artwork mal wieder, sie haben auch thematisch das Ganze ein bisschen absurder gedreht. Da gibt es jetzt Songs wie Mobilis in Mobili oder Professor Aronnax Descent into the Vast Oceans. Geht um Jules Verne diesmal, logischerweise, bietet sich ja an mit ihrer Unterwasser Thematik, die sie ja immer zu Rate ziehen. Musikalisch sind die Songs wieder bockstark. Es ist, gefällt mir wenigstens so gut wie das dritte Album damals, wo man gemerkt haben, okay, da kann in diesem Funeral Doom wirklich so linientreu bleiben, so nah an der Materie dran und trotzdem so catchy, dass man ein sehr großes Publikum anziehen kann, ohne auswimpen zu müssen. Um es mal vorsichtig zu sprechen. The Coral Tombs ist ein richtig guter Schritt zurück. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr cooles Album. So, und zum Abschluss. Zwei Sachen noch. Heads for the Dead. Das dritte Album ist endlich da. The Great Conjuration. Hat ein bisschen länger gedauert, als ich das wollte. Haben es auch nur auf CD im Moment da. Wer die Jungs kennt, dieses Projekt aus dem Hauber von Revel in Flesh und dem Johnny von Wombat bietet wieder super geil, catchy Horror-Death Metal. Wie immer, stimmiges, super cooles Artwork. Ihr wisst, was er. Es ist definitiv auch wieder drin. Es ist so vielleicht sogar noch ein Stückchen catchier denn je. Sehr cooles Album und ja, eine Band, die vielleicht mal drüber nachdenken sollte, ein paar Live-Shows zu spielen, wenn sich das realisieren lässt. So, und zum Abschluss passt vielleicht gar nicht so sehr in den ins Katschel-Konzept, weil es eigentlich ein bisschen zu smooth ist für uns, aber es ist so gut, dass ich zuschlagen musste und mich macht die einfach sauglücklich. The Abbey! Ist ein finnisches Gothic Doom Rock Prog Projekt von Leuten von Hexvessel, Sentenced und Shape of Despair. Und bei Shape of Despair hat der Promotext für mich funktioniert, da habe ich da reingehört. Und eigentlich ist das Musik, die bei mir nicht funktioniert, aber die Songs lassen mich komplett nicht mehr los. Songs wie Crystallian Desert Temple oder Starless sind einfach zu stark. Es ist nicht so herb wie Shape of Despair, sondern eigentlich ist es ziemlich fast schon eingängiger, smoother Gothic Doom Metal, manchmal auch nur Rock. Aber was wirklich beeindruckend ist, dass neben den Songs halt auch die Gitarrenharmonien unglaublich faszinierend stark sind. Das ist ein Album, was eine absolut süchtig machende Gitarrenharmonielastigkeit hat. Und das fällt fast ein bisschen runter. Das ist einfach sau, sau stark. Word of Sin ist das, über Season of Mist veröffentlicht. Und das ist so eine Überraschung dieses Jahr bis jetzt. Mal gucken, was noch passiert. Das war's. Viel Zeug. Ihr habt zu tun. Macht hinne! Ich bin totally out of my talk for now. Und attack mich nicht von der Seite.